Das Hessen-Derby steht vor der Tür und Trainer Norbert Meyer nutzt die Länderspielpause, um seine Lilien optimal auf das brisante Duell vorzubereiten. Aus dem Auftaktspiel gegen den 1. FC Köln hatte man leider keine Punkte mit nach Hause bringen können. Das soll sich an diesem Wochenende gegen Frankfurt ändern. Mit dabei sein wird auch der Darmstädter Neuzugang Enis Benhatira, der in der letzten Saison noch für die Eintracht auf dem Rasen stand. Also ich wurde herzlich aufgenommen, ich wurde von allen Seiten positiv, ja, mit offenen Armen empfangen. Sind coole und lustige Jungs auch dabei hier im Team. Also unabhängig davon bin ich sowieso kein Typ, der irgendwie jetzt mit niemandem klarkommt. Im Gegenteil. Also letztendlich bin ich auch hier zum Fußballspielen. Ich will erfolgreich Fußball spielen und ja, frühestmöglich den Abstieg hier verhindern. Manch Lilien-Fan dürfte von diesem Neuzugang etwas überrascht worden sein, da die Lilien und Frankfurt nicht gerade durch eine innige Freundschaft verbunden sind. Auch hatte der Vollblutkicker Benhatira vor dem letzten Hessen-Derby mit eher martialischen Statements auf sich aufmerksam gemacht. Vom letzten Derby haben Sie auch von Krieg gesprochen? Ja, von Krieg gesprochen. Ich habe gesagt, dass es für uns wie ein Krieg ist. Ich habe niemals Darmstadt mit einbezogen. Also deswegen sind auch Sachen, bei denen man mir gerne mal die Wörter im Mund verdreht. Ich meine, es gibt genug andere Personen, die in der Champions League spielen oder die bei Bayern München spielen, die als Krieger oder als Krieg bezeichnet werden. Da wurde gar nichts gesagt. Deswegen, also ich habe, es war nie meine Absicht, irgendwie ein Fußballspiel mit einem richtigen Krieg zu vergleichen, ganz im Gegenteil. Ich habe einfach nur gesagt, dass es für uns die Einstellung wie im Krieg sein wird. Und dazu stehe ich auch. Ich muss da gar nicht schönreden oder so. Und diese gleiche Einstellung habe ich jetzt auch gegen Frankfurt. Ich bin einfach, wer meinen Background kennt, weiß, dass ich nur alles gebe und diese Mentalität mitbringen muss, gerade jetzt in Darmstadt.